herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video zur Trigonometrie im allgemeinen Dreieck. In diesem Video möchte ich zunächst auf wichtige Zusammenhänge und Formeln, die in allgemeinen Dreiecken gelten, eingehen. Danach komme ich zum Sinussatz und Cosinussatz und zum Abschluss noch einige Erklärungen zum sogenannten Einheitskreis. Kommen wir aber zunächst zu wichtigen Zusammenhängen, die in jedem Dreieck, also in allgemeinen Dreiecken gelten. Da wären zunächst einmal die einfachen Formeln für den Umfang eines Dreiecks, der sich zusammensetzt aus der Summe der drei Seiten, beziehungsweise der Flächeninhalt eines allgemeinen Dreiecks, der sich zusammensetzt aus Seite mal Höhe auf die entsprechende Seite durch 2, in diesem Fall jetzt c mal hc halbe, genauso gut würde aber auch a mal ha halbe oder b mal hb halbe natürlich eine richtige Formel liefern. Zu den drei Seiten ist im Übrigen zu sagen, dass die Summe zweier Seiten immer größer ist als die dritte Seite. Also a plus b ist sicher größer als c. Auch b plus c ist sicher größer als a. Das versteht man unter der sogenannten Dreiecksungleichung. Ein Zusammenhang, der ebenfalls in allen Dreiecken gültig ist, ist ein Zusammenhang für die drei Winkel, genauer gesagt die drei Innenwinkel eines Dreiecks, nämlich diese Innenwinkelsumme beträgt immer 180 Grad. Für die Winkel ist im Übrigen auch noch zu sagen, dass der größeren Seite im Dreieck auch immer der größere Winkel gegenüberliegt. Also je größer die Seite eines Dreiecks, in unserem Fall hier oben ist sicher C die längste Seite, desto größer ist auch der Winkel. Also ist in unserem gegebenen Dreieck hier sicher auch Gamma der größte Winkel. Soweit zu den allgemeinen Formeln und Zusammenhängen im allgemeinen Dreieck. Kommen wir nun zum Sinussatz. Da dieser sehr einfach herzuleiten ist, und zwar über Zusammenhänge, die im rechtwinkeligen Dreieck gelten, werden wir uns auch kurz die Herleitung des Sinussatzes ansehen. Da unsere Höhe HC das gegebene Dreieck ja in zwei rechtwinkelige Dreiecke zerlegt, können wir die Zusammenhänge in rechtwinkeligen Dreiecken nun benutzen. Und zwar können wir uns zum Beispiel den Winkel Alpha über den Zusammenhang Sinus Alpha gleich Gegenkathete durch Hypotenuse ausdrücken. Die Gegenkathete in diesem linken rechtwinkeligen Dreieck, dieses allgemeinen Dreiecks, lautet HC. Die Hypotenuse in diesem Dreieck ist dann B. Also gilt Sinus Alpha gleich HC durch B im linken rechtwinkeligen Dreieck. Sehen wir uns den Zusammenhang im rechten rechtwinkeligen Dreieck an, so können wir den Zusammenhang für Sinus Beta notieren, gegen Kathete durch Hypotenuse, mit HC durch A. Wir können nun in beiden Gleichungen uns die Höhe HC ausdrücken. Es gilt hier, wie man leicht erkennen kann, HC ist gleich B mal Sinus Alpha. Man braucht immer beide Seiten mit B zu multiplizieren. Genauso im zweiten rechtwinkeligen Dreieck, beziehungsweise in der zweiten Gleichung, gilt HC ist gleich A mal Sinus Beta, wenn wir mit A multiplizieren auf beiden Seiten. Da nun die rechten Seiten dieser Gleichung b mal Sinus Alpha und a mal Sinus Beta lauten und die linken Seiten gleich sind, müssen auch diese beiden rechten Seiten übereinstimmen. Das heißt, es muss der Zusammenhang gelten, b mal Sinus Alpha gleich a mal Sinus Beta. Das ist nun schon eine fertige Variante für den Sinussatz. Allerdings sieht er in Formelsammlungen zumeist noch anders aus. Wir können nun auf beiden Seiten durch die Seiten dividieren und erhalten dann, wenn wir das durchführen, Sinus Alpha dividiert durch A gleich Sinus Beta dividiert durch B als Variante für den Sinussatz.
Genauso gut hätten wir aber auch durch die beiden Sinusausdrücke dividieren können. Auch das ist eine zulässige Form des Sinussatzes. Ich schreibe auch die vielleicht noch dazu auf. Und zwar A durch Sinus Alpha ist gleich B durch Sinus Beta. Das sind nun also alle Varianten für den Sinussatz. Je nachdem, was gegeben ist in unserem Dreieck, bietet sich die eine oder andere Form besser an für Berechnungen. Sind in unserem Dreieck nun von diesen vier Bestimmungsstücken Alpha, Beta, A und B 3 gegeben, so können wir uns immer das vierte Bestimmungsstück, also das fehlende, ausrechnen. Dazu muss man nur diese Formeln hier umformen. Suchen wir zum Beispiel nach dem Winkel Alpha und kennen wir A, Beta und B, so müssen wir die Formel nur umformen nach Alpha. Dazu sind zwei Schritte nötig, die ich nun auf einmal durchführe. Einmal die Multiplikation mit A auf beiden Seiten und dann noch den Arcosinus anzuwenden. Wir erhalten also die Formel für Alpha mit Arcosinus von A mal Sinus Beta durch B. Welche Probleme es dabei geben kann, wenn man den Arcosinus anwendet, dazu komme ich später noch beim Einheitskreis. Dieser Sinussatz führt nämlich nur dann auf eine eindeutige Lösung, wenn zu unserem gegebenen Winkel klar ist, dass er der größeren Seite gegenüber liegt. Wie gesagt, das sehen wir uns dann am Einheitskreis an. Haben wir nun von unseren vier Bestimmungsstücken zum Beispiel gegeben Alpha, B und Beta, so können wir uns ganz leicht die fehlende Seite A ausrechnen, indem wir auch wieder den Sinussatz allerdings in der unteren Variante nun umformen. Und zwar indem wir einfach mit Sinus Alpha multiplizieren auf beiden Seiten. Es ergibt sich also für A B mal Sinus Alpha durch Sinus Beta. Zu erwähnen bleibt nun noch, dass wir den Sinussatz also genau dann anwenden können, wenn wir es mit drei dieser vier Bestimmungsstücke zu tun haben. Also zwei Winkel, zwei gegenüberliegende Seiten und drei Bestimmungsstücke davon kennen wir. Wir können den Sinussatz also nicht anwenden, wenn wir zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel gegeben haben, also zum Beispiel A, C und Beta. Wir können den Sinussatz auch dann nicht zur Anwendung bringen, wenn wir drei Seiten gegeben haben, also A, B und C und keinen einzigen Winkel kennen. Dazu brauchen wir den Cosinussatz, zu dem wir gleich im Anschluss kommen. Zunächst möchte ich aber auch noch auf eine Kleinigkeit hinweisen, die in der Herleitung nun auch noch möglich ist, und zwar eine zweite Formel, die man nun sehen kann, indem man für HC die Ausdrücke in dieser Formel hier benutzt. Anstatt C mal HC halbe könnten wir also auch schreiben C mal B mal Sinus Alpha halbe. Also C mal B mal Sinus Alpha halbe, Sinus des eingeschlossenen Winkels durch 2. Genauso könnten wir auch C mal A mal Sinus Beta halbe anschreiben. Also C mal A mal Sinus des eingeschlossenen Winkels durch 2. Das nennt man auch die sogenannte trigonometrische Flächeninhaltsformel, die wir also gratis dazu erhalten haben. Kommen wir aber nun zum Cosinussatz. Mit Hilfe des Cosinussatzes können wir die anderen beiden Fälle, die wir mit dem Sinussatz nicht berechnen können, nun in den Griff bekommen. Ich notiere zunächst den Cosinussatz für eine der drei Seiten. Für die Seite C lautet der Cosinussatz C² ist gleich A² plus B². Das erinnert uns im Ansatz an den Satz von Pythagoras und dazu ist gleich zu sagen, dass der Cosinussatz, wenn ich ihn fertig angeschrieben habe,
nichts anderes ist als eine Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras. C ist a Quadrat plus b Quadrat minus 2 mal a mal b mal Cosinus des von a und b eingeschlossenen Winkels. Und an dieser Struktur erkennen wir schon, was wir nun mit dem Cosinus-Satz alles berechnen können. Und zwar, wenn wir a, b und c gegeben haben, können wir uns den Winkel Gamma explizit ausdrücken aus dieser Formel. Beziehungsweise, wenn wir a, b und Gamma gegeben haben, können wir uns natürlich c ausrechnen. Ich möchte nun auch hier, wieder so wie beim Sinussatz, diese beiden Formeln ableiten. Wobei die erste Formel sehr einfach ist, denn um c explizit auszudrücken, müssen wir nichts anderes tun, als die Wurzel dieses Ausdruckes anzuschreiben. Und schon können wir uns die Seite c berechnen, indem wir zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel gegeben haben. Natürlich austauschbar für die anderen Buchstaben. Wie sieht das nun aus, wenn wir den Winkel Gamma suchen und alle drei Seiten gegeben sind? Naja, bringen wir zunächst a Quadrat und b Quadrat auf die andere Seite, indem wir auf beiden Seiten minus a Quadrat minus b Quadrat rechnen. Also c Quadrat minus a Quadrat minus b Quadrat gleich minus 2 mal a mal b mal Cosinus Gamma. Nun dividieren wir auf beiden Seiten durch minus 2 mal a mal b. Ich wechsle die Seiten der beiden Ausdrücke, damit wir Cosinus Gamma links stehen haben. Ich dividiere also auf beiden Seiten c Quadrat minus a Quadrat minus b Quadrat durch minus 2 mal a mal b. Und um den Winkel Gamma nun explizit auszudrücken, wende ich nun den Arcus Cosinus an. Also Gamma ist gleich Arcus Cosinus dieses Ausdrucks hier. C Quadrat minus A Quadrat minus B Quadrat durch minus 2 mal A mal B. Wir sehen nun also, wir haben alle Fälle im Dreieck somit lösbar, einerseits mit dem Sinussatz, wenn wir Winkel und gegenüberliegende Seiten kennen, andererseits mit dem Cosinussatz, wenn wir alle Seiten bzw. zwei Seiten und einen eingeschlossenen Winkel kennen. Beim Sinussatz habe ich schon erwähnt, dass die Lösung nicht immer eindeutig ist, beim Cosinussatz ist sie es immer. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, wenn wir drei Seiten gegeben haben, dieser Winkel, den wir ausrechnen mit diesem Ausdruck, der stimmt sicher. Warum das so ist und warum der Sinussatz Probleme macht und der Cosinussatz nicht, das sehen wir uns nun zum Schluss am Einheitskreis an. Kommen wir also nun noch zu Überlegungen am sogenannten Einheitskreis. Hier möchte ich kurz noch einmal veranschaulichen, warum es beim Sinussatz bei der Berechnung eines Winkels nicht immer nur eindeutige Lösungen geben muss, wohingegen beim Cosinussatz dies kein Problem darstellt. Am Einheitskreis lassen sich Winkel veranschaulichen, wie hier zum Beispiel die spitz sind, der stumpf oder erhaben. Der Sinus eines Winkels ist ja definiert als der Ordinatenabschnitt auf der y-Achse. Der Cosinus eines Winkels ist definiert als der Abschnitt auf der x-Achse. Das ist für jeden Winkel natürlich eindeutig lösbar. Hat man allerdings den entsprechenden Sinus gegeben und sucht nun einen passenden Winkel dazu mit der Arcosinus-Funktion, so gibt es hier immer auch eine zweite Lösung. Wir haben also hier zwei verschiedene Lösungen für diese Gleichung. Wann kann man sich nun sicher sein, ob die erste Lösung
Also dieser Winkel, der ein spitzer Winkel ist, auch tatsächlich stimmen muss. Naja, nur dann, wenn man auch wirklich weiß, dass zum Winkel Alpha die gegenüberliegende Seite nicht die größte Seite ist. Also in dem Fall, wenn wir Beta und B kennen und wir uns sicher sind, dass B die größte Seite im Dreieck ist, so muss der Winkel Beta natürlich auch größer sein als der Winkel Alpha. Nachdem die Winkelsumme aller drei Winkel 180 Grad ist, kann Alpha ganz sicher kein stumpfer Winkel mehr sein. Nur dann stimmt also auf jeden Fall die erste Lösung. Könnte auch A die größte Seite sein, so kann man sich nicht sicher sein, welche der beiden Lösungen tatsächlich stimmt. Wie sieht das beim Kosinussatz aus? Wollen wir also zu einem gegebenen Kosinus den entsprechenden Winkel uns überlegen, dann gibt es auch hier nicht nur diese eine Lösung, hier jetzt Alpha in unserer Grafik, sondern auch hier gibt es eine zweite Lösung. Wir sehen allerdings, dass diese zweite Lösung im vierten Quadranten zu liegen kommt. Nachdem die Winkelsumme in einem Dreieck aber 180 Grad beträgt, würde das ja bedeuten, dass dieser eine Winkel schon weitaus mehr als 180 Grad hätte, was natürlich nicht sein kann. Das heißt, hier stimmt auf jeden Fall diese erste Lösung, die man berechnet hat mit dem Kosinussatz, und die zweite Lösung scheidet von vornherein schon aus. Das war's zum Überblick Trigonometrie im allgemeinen Dreieck. Viel Erfolg beim Üben und vor allem viel Erfolg auch bei der Matura.